Eine Woche vor dem offiziellen Wahlkampfstart ging es für HC Strache in den Nordwesten der Bundeshauptstadt. Am Rande des Wienerwalds in Döbling warteten bereits zahlreiche Besucher auf den Spitzenkandidat für die Wahl am 11. Oktober. Nicht ganz zufällig fand die heutige Veranstaltung vor einem der bekanntesten Gemeindebauten Wiens statt. Ja, ich freue mich, dass Heinz-Christian Strache heute zu uns gekommen ist nach Döbling in den Karl-Marx-Hof. Denn der Karl-Marx-Hof ist eigentlich die Geburtsstätte des sozialen Wohnbaus und es ist seit den 20er Jahren eigentlich auch der Prachtbau des sozialen Wohnbaus. Man muss nur ehrlicherweise heute sagen, dass dieser soziale Wohnbau, der von früher gelebt wurde von der SPÖ, heutzutage nicht mehr stattfindet. Bürgermeister Michael Häupl und seine SPÖ haben das Gespür für soziale Gerechtigkeit schon lange verloren. Denn für viele Wiener ist der Alltag nicht mehr leistbar, wie auch HC Strache in seiner Rede betonte. Die Menschen, die arbeiten auf unterschiedlichsten Ebenen, ja, die leisten etwas und die erleben, dass sie dann oftmals mit ihren Löhnen heute nicht mehr zurande kommen. Ja, du arbeitest fleißig, manchmal brauchst du sogar einen zweiten oder einen dritten Job, damit du halbwegs was verdienst. Die Steuern fressen eh die Gehälter auf und dann kannst du dein Leben teilweise gar nicht leisten. Gestiegene Mietkosten, Lebenserhaltungskosten, Lebensmittelkosten, die Gebühren in Wien, die erhöht worden sind von Kanal, Müllgebühren etc. Alles hat sich verteuert und die Leute leiden natürlich massiv darunter. Wenn ich mir anschaue, was da in Wien seit 20 Jahren an Entwicklung passiert ist, ja, dann gibt es einen Verantwortungsträger dafür. Und dieser Verantwortungsträger ist der Herr Häupl, der ist seit mehr als 20 Jahren Bürgermeister. Auch wenn es um die Sicherheit der Wiener Bevölkerung geht, hat Häupl seit vielen Jahren persönliche Versprechen gebrochen und so eine massive personelle Unterbesetzung bei der Exekutive mitverschuldet. Ich als Wiener Bürgermeister würde nicht zuschauen, jahrelang, wie Häupl das getan hat. Ich würde sofort 1500 Sicherheitswachtbeamte in Wien anstellen, die von der Polizei ausgebildet werden sollen und präventiv die Polizei entlasten sollen als Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf den Plätzen und auf den Wiener Straßen, damit man sich wieder sicher bewegen kann und nicht Angst haben muss, überfallen zu werden. Höft's mit, packen wir's an, tun wir die Ärmel aufkrempeln. Es ist alles möglich. Alles, was da an Problemen heute der Fall ist, ist nicht Gott gewollt, auch nicht in Stein gemeißelt. Es liegt, wie gesagt, an uns und wir können es ändern, wenn wir es ändern wollen. Und wenn ihr alle mithelft, werden wir es ändern. Und dann sehe ich schon das Gesicht vom Häupl am 11. Oktober, das dann ziemlich schmal und bloß werden wird, weil er Geschichte sein wird.